Einen wunderschönen guten Morgen aus Zypern. Ich war gerade beim Frühstück und habe ganz eifrig den Wetterbericht verfolgt, denn ich habe vor, heute wieder produzieren zu gehen und euch natürlich auch ein bisschen mitzunehmen. Einziger Haken heute, das Wetter. Es ist relativ windig, es ist relativ kühl und das Einzige, was mir jetzt hilft und was mich bestärkt, ist das Wetterradar. Das sagt nämlich für die nächsten 3 Stunden kein Regen an. Also cross your fingers, Finger drücken, Daumen drücken, damit alles gut läuft. Ich fahre nämlich jetzt eine halbe Stunde Richtung Norden, also von Paphos Richtung Norden, zu einem Schiffswrack und da ist die Küste einfach zauberhaft. Da sind so weiße Felsen, aber ich brauche jetzt gar nicht davon erzählen. Ihr seht es gleich in meinem Vlog. Ich packe meine Sachen und rock'n'roll, los geht's, ab ins Auto, in den Linksverkehr und hoffentlich spielt das Wetter mit. Wir sind im Auto auf dem Weg in den Norden zu einem Schiffswrack, zu einer Turtle Bay und zu einem schönen Strand mit interessanten weißen Klippen. Und wir fahren Linksverkehr. Ich muss sagen, Linksverkehr fahren geht, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt. Wir haben hier relativ viele Kreisverkehre und man muss nur ein bisschen aufpassen, wo man sich hier einordnet. Aber ich habe auch schon gemerkt, weil ich mich auch schon falsch eingeordnet habe, dass die Autofahrer hier alle Rücksicht nehmen auf jemanden. Vor allem sieht man an meinem Auto, dass ich ja auch ein Ausländer bin und dass ich hier keine Ahnung habe. Am Anfang habe ich mit meiner rechten Hand immer den Schaltknüppel gesucht und habe hier an der Seite versucht zu schalten. Und auch mein Gürtel suche ich nach wie vor auf der linken Seite, der ist jetzt rechts. Aber ich muss sagen, es geht besser als gedacht. Man gewöhnt sich dran und die linke Hand geht es schon automatisch zum Schaltknüppel. Was immer noch ein bisschen blöd ist, wenn man rechts abbiegt, blinkt und schalten muss. Da habe ich noch eine dezente Überforderung, aber es geht. Am ersten Spot hier bei diesem wunderschönen Schiffswrack. Schaut euch mal diese Kulisse hier an. Einfach Hammer. Ich habe jetzt schon gerade das erste Video abgedreht. Das zweite Video folgt sogleich. Hier sind zwar ein paar Passanten, aber die stören mich nicht und die lassen mich auch in Ruhe. Ich hoffe, ich störe sie auch nicht. Und ja, jetzt drehe ich mein zweites Video und danach fahren wir weiter noch etwas mehr in den Norden. Das Wetter sieht aktuell wirklich richtig gut aus. Ich denke, ihr könnt es sehen, auch da hinten Richtung Küste. Und ja, bitte, bitte weiterhin die Daumen drücken. Ich bin fertig hier an Location 1. Jetzt kommt hier auch gerade so eine richtig fette Wolke. Was ganz witzig war, ich hatte jetzt hier im Hintergrund auf dieser Plattform, da waren so ein paar Boys und haben gerade lustige Fotos gemacht. Ich hoffe, dass das nicht ganz so lustig im Video rauskommt und auch vor allem nicht ablenkt. Wir fahren jetzt weiter an der Küste nach oben und hoffentlich haben wir hier auch noch einen wunderschönen Spot. Zweite Location, wir sind hier bei den White Cliffs. Seht mal hier, das ist echt wunderschön. Es ist aber allerdings, ihr seht es, Sturmfriese, es ist ganz schön windig. Wir gehen mal hier ein bisschen weiter. Ich würde so gerne hier gerne 2 Videos filmen oder 1, vielleicht da unten auf der Plattform. Mal gucken, was wir am letzten Endes finden, wo wir uns niederlassen, wo ich meine Filmset-Sache aufbaue. Aber es ist einfach schön. Die Sonne ist auch gleich wieder da, seht ihr hier. Und drückt uns wieder die Daumen, dass alles klappt. Ich bin fertig mit 2 Videos hier an diesem wunderschönen Ort. Ein Video für die beiden Innenseiten und ein Meditationsvideo mit dieser wunderschönen Kulisse. Wir laufen jetzt noch da hinten einmal auf diese schöne Plattform und dann fahren wir noch etwas mehr in den Norden. Da wollen wir Schildkröten sehen. Hoffentlich sehen wir welche. Ich würde mich riesig freuen. Wir sind hier auf der Plattform. Ich weiß gar nicht, ob ich schreien muss oder ob es so geht. Aber hier ist es super windig. Schön,
aber windig. Schaut mal hier, wieder die Felsformationen, einfach ein Traum. Echt schön. Wir sind angekommen. Da unten soll man angeblich die Schildis sehen zwischen den Booten. Die sollen da leben. Wir sind jetzt gleich unten im Hafen. Ich muss mich noch eincremen und ich habe jetzt ein kleines Sonnencreme-Malheur. Mir ist nämlich die Sonnencreme ausgelaufen. Das passt ganz gut, weil ich wollte mich eh eincremen. Ich wollte mir was auf die Arme schmieren. Ein Glück, ich habe das alles in meinem Rucksack so gelagert, dass da jetzt nichts irgendwie an der Technik ist. Das ist wirklich beruhigend, aber ja, eine Sauerei ist es trotzdem. Machen wir uns nichts vor. Im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden mit dem Tag heute. Und auch, ob wir jetzt gleich Schildkröten sehen werden oder nicht. So, wie geht's dem Akku? Ah, wunderbar, da ist nichts an den Kontakten dran. Prima. Woanders hin tun. Dann, wie sieht's da unten aus? Okay, muss man die Kabel mal. Ein Glück, ich habe so einen Rucksack, ohne Mist. Also, was ich euch sagen wollte, ich bin im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Vielen Dank fürs Daumen drücken. Das Wetter hat wunderbar geklappt. So, wie saugt man jetzt Sonnencreme aus Schaumstoff raus? Wenn ich hier drauf drücke, kommt Sonnencreme raus. Alter. Oh Mann, das kann auch nur mir passieren. Das war so klar, als ich die Sonnencreme mitgenommen habe. Aber wenn es so klar ist, warum habe ich die Sonnencreme dann nicht einfach in eine Plastiktüte gesteckt? Oh Mann. Typischer Fail. So. Alles soweit bereinigt. Ein Glück ist es alles doppelt und dreifach in Tüten drin. Sonst hätte ich mich jetzt gerade echt geärgert. Rucksack ist fertig. Ich bin auch jetzt eingecremt. Hat ja gut gepasst. Ach so, die Sonnenbrille. Bevor wir jetzt nach unten gehen, schauen wir uns auch noch hier diese wunderschöne Kirche an. Kann man schon mal einen Blick reinwerfen. Turtle Beach und kleiner Hafen. Einfach eine traumhaft schöne Kulisse. Unglaublich schön. Wir haben auch eine Schildkröte gefunden, die ich euch jetzt hier zeigen möchte. Ist sie nicht süß? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt einfach zu spät ist, um Schildkröten zu finden oder zu sehen. Vielleicht schlafen sie jetzt, vielleicht sind sie am Morgen einfach auch aktiver. Ich weiß es nicht, aber es ist auch okay, es ist einfach so schön hier. Ich beende jetzt an der Stelle den Vlog. Ich danke euch fürs Zuschauen, dass ich euch danke, dass ihr mitgekommen seid auf diesen Produktionstag und wünsche euch jetzt auch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Vielleicht habt ihr ja Lust, drüber zu machen. Ich lade euch auf jeden Fall ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.